Hi Leute, gelernt, aber willkommen hier beim mittlerweile Pound 30 von Salatorobo. Wir sind mitten im Gefecht gegen die Kurvas auf ihrem Heimatschiff. Um den kleinen Louis zu retten, den wir immer noch vergeblich suchen. Hm, welches werden jetzt hier die Taste? Achso, ja genau, so. Nee, Moment, das ist die falsche Taste. So. Aufspringen, danke. Dann komm mal her. Genau, wir wollten den kleinen Louis retten und waren jetzt erstmal dabei, diesen Maschinenmotor zu zerstören, damit die Kurvas erstmal ein bisschen in Panik geraten. Panik ist gut. Panik ist toll. Panik ist blöd, wenn ich den Roboter gegen den Roboter schmeiße. Muss ich das echt mittig machen? Ah. Ist ja doof. Ah ja, okay. Das ging einfach mit so ein paar kleinen Robotern. Oh nein. Ups. Na toll, du hast es mal wieder übertrieben. Jetzt wird das Schiff abstürzen. Dann muss ich Louis noch vorher finden. Da ist nicht. Da. Uns geht's allen gut. Alles ist okay. Alles ist in bester Ordnung. Das ist ein Erdbeben. Ein Erdbeben. Natürlich. Schokolade hat recht, das Stift schützt ab. Ich muss mich beeilen. Nein, das ist nur ein Erdbeben. Alles ist gut. Es liegt nicht an uns. Das muss so sein. Das ist ein Turbulenz. Wir fliegen gerade durch einen Sturm. Da hinten ist er ja. Das stinkt doch. Ich muss hier raus. So ein Trick. Jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Warte, Kleiner. Ich bin hier, um dich zu retten. Was? Echt? Ja, okay. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Beeindruckende Technik, muss man ja sagen. Und die hatten einen großen Kampfroboter. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Oh nein, die durchgeknallte. Selbst für einen kleinen Jungen treffst du ganz schön viel Unfug. Schlechtes Benehmen muss bestraft werden. Dir werde ich ordentliche Manieren beibringen. Wow, ich dachte, sie wird sich wenigstens bewegen. Ich brauche mindestens eins davon, um es ihr entgegenzuschmeißen. Mist. Ich muss ja irgendwie Schaden machen. Ich denke, ich nehme mir gleich das letzte. Ah, nein. Ich brauche eine Taktik, damit ich die Dinger aufheben kann. Ich bin gerade zu doof. Komm her, Oprah. Schenk mir ein Auto. Schenke mir ein Auto. Ich will auch ein Auto. Ah. Kriege ich das noch hin? Jawoll! Oprah, schenk mir ein Auto! Schenk mir ein Auto! Los! Wer es nicht weiß, Oprah ist in den USA eine sehr berühmte Talkshow-Masterin und verschenkt gerne mal Sachen an ihr Publikum. Einfach mal so aus Lust und Laune. Und dann schreit sie immer ganz komisch dabei rum. Dass sie jetzt auch Oprah heißt, ist, denke ich, eher mal nur ein Zufall, weil sie halt nicht die gleichen Charaktereigenschaften wie die Oprah im amerikanischen Fernsehen. Finde ich. Zumindest. So, bewegst du dich jetzt auch ein bisschen, oder? Nein? Nee, sie schießt nur ein bisschen schneller. Mehr nicht. Ah, bedauerlich. Komm her.
Ich dachte, ich würde hier eine Herausforderung haben, aber... Sieht nicht so aus. Oh, sie dampft schon. Oh, jetzt bewegt sie sich. Okay, gut. Okay. Das muss man natürlich erstmal wissen, dass sie sich jetzt auch bewegt. Wäre bei einem Todeslaser zumindest sinnvoll, sich zu bewegen damit. Und nicht nur auf eine Stelle zu schießen. Oh nein! Aua. Ich drücke mal angreifen, verdammt. So ist besser. Okay. Ah, nein, nicht dashen. Einfach drüber fliegen. Einfach nur drüber fliegen, Red. Oh, und ich muss euch sagen, mit Joystick ist das so viel angenehmer, das Spiel zu spielen, weil ich solche Momente dann brauche, wo ich das einfach extrem schnell aufheben muss. Hoppala. Oh, war das schon alles? Oprah. Wo bleibt mein Auto? Nicht dashen. Oh Mann. Ja, komm, eine Runde brauchen wir noch. Ja. Eins. Oh, das war schon. Ich dachte, ich müsste jetzt alle vier draufschmeißen, damit es reicht. Oh, gut, okay. Meinetwegen. Gerne. Gerne. Dafür wirst du büßen. Das war knapp. Jetzt muss ich mir nur noch Louis schnappen und... Achtung, das ist ein Notfall. Evakuieren Sie sofort das Schiff. Ich wiederhole. Oh, jetzt schon? Hey, Kleiner. Wer, ich? Das ist unsere Chance zu fliehen. Halt dich gut an meinem Roboter fest. Jawohl. Ah, er ist so putzig. Red ist so toll. Ich liebe ihn. Ich will wie er sein. Puh, das war knapp. Knapp? Knapp? Hast du überhaupt kapiert, wie gefährlich das war? Lass nur, Elle. Ich verpasse Red später noch einen gehörigen Einlauf. tut mir leid. Wieso muss ich hier ganz allein auf der Hangar bleiben? Mach den Mund zu, Kleiner. Du bist an der ganzen Misere schuld. Du bleibst, wo du bist und nutzt die Zeit im Shuttle gefälligst, um darüber nachzudenken. Das sagt genau der Richtige. Ja, sagt Red, der eigentlich das Schiff erst zerstört hat. Hallo, Papi, ich bin wieder zu Hause. Louis, warte nur, bis ich dich in die Finger kriege. Bam. Au, so hast du mich schon gekommen, nachdem ich beinahe gestorben wäre. Jetzt wird nicht frisch, du passt auf, was du das Café fast gemacht machen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Wie soll ich euch nun jemals dafür danken? Um ein Haar hätte ich diesen Spinner nie wieder maßregeln können. Oh, Papi, es tut mir leid. Wirklich. Was ein Weichei. Darf ich Sie etwas fragen? Es ist wegen des Kristallsteins. Der Stein? Also gut, ich weiß ja, dass ich euch vertrauen kann. Ehrlich gesagt habe ich ihn hier im Haus. Ich dachte, er sei in der Mine. Ich gehe ihn holen, wartet mal kurz. Hier ist der Kristallstein. Er ist ein Familienerbstück. Tada! Du hast genau das gleiche Muster im Gesicht wie damals im Spinon. Ja, das Nono reagiert. Das heißt, der Stein ist echt. Dieses Muster, bist du etwa? Habe ich's mir doch gedacht. Du bist tatsächlich ein Paladin. Woher wissen Sie das?
Meine Urahnen leisteten gemeinsam mit dem Paladin einen Schwur. Nämlich den Kristallsteiner um jeden Preis zu beschützen. Warum nehmen sie das alles auf sich, um die Steine zu beschützen? Um den uralten Legenden heißt es, dass diejenigen der alten Steine vereint. Moment. In den uralten Legenden heißt es, dass derjenige, der alle Steine vereint, so jetzt habe ich's, mit der Macht des Desasters ausgestattet wird. Desasters? Das bedeutet höchstwahrscheinlich Lars. Insgesamt soll es 3 Kristallsteine geben. Dieser ist einer davon. Normalerweise ist es uns verboten, den Stein irgendjemandem zu zeigen, aber ein Paladin ist natürlich eine Ausnahme. Wenn du ihn brauchst, nimm ihn. Er gehört dir. Kristallsteine halten. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Spinon und Shetland können wir also abhaken, aber wo befindet sich der letzte Stein? Wenn die alten Legenden stimmen, dann müsste der letzte Stein... Dramatischer Cliffhanger! Der letzte Stein ist im Bassett. Der letzte Stein ist im Bassett. Sehr gut. Warum halte ich den Kristallstein von Shetland noch nicht in meinen Händen? Ja, wie in meinem Bericht schon erwähnt, hat ihn sich dieser kleine Quergeist geschnappt. Der Junge. Von wegen Spezialeinheit. In letzter Zeit habt ihr nichts Spezielles zustande gebracht. Und dann habt ihr auch noch beinahe die Royal Envoy versenkt. Was habt ihr dazu zu sagen? Nur, dass ich euch bitte, mir zu verzeihen. Dann holt den Kristallstein zurück und seht zu, dass ihr den von Blasset auch bekommt. Wenn ich etwas sagen dürfte, Eure Exzellenz, erlaubt mir den Kristallstein zurückzuholen. Diese kleine Prinzessin mit ihrem Dampfbacken wird es nur wieder vermasseln. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Warum sie da lacht, ist mir schleierhaft. Als ob deine brachiale, schießwürdige Gewaltmethode erfolgsgekrönt sei. Jetzt hör mir mal zu, Sisha. Schluss jetzt mit der Streiterei. Ja, gut, zusammen. Würde ich sagen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die Royal Envy ist in der Reparatur. Rumpf, du übernimmst dich der Sache. Ich werde euch nicht enttäuschen, Geldmeister. Okay. Viele verrückte Personen, viele verrückte Sprechweisen. Mir tut der Hals weh. Eigenartigerweise ist meine Nase auch gerade dicht. Ich weiß nicht warum. Ach so, ich muss ja drücken. Die Asmodeus. Bam, 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 bam. Laut der Erzählung des Bürgermeisters. Ja, anscheinend versuchen die Kurvas Laris unter ihre Kontrolle zu bringen. Derzeit haben wir 1 Kristallstein, die Kurvas haben 1 und der letzte ist im Bassett. Sollen wir nach Bassett reisen und versuchen, ihn den Stein aufzuschnappen? Außerdem würde ich ganz gerne was wegen des Steins unternehmen, den die Kurvas haben. Die Frage, was ich mir jetzt auch gerade stelle, ich weiß nämlich auch nicht mehr, wer hat Laris eigentlich wiedererweckt? Ich meine, so ein riesiges Monster, das mal eben so durch die Welt latscht, das ist schon ein wenig auffällig, oder nicht? Weil eigentlich sollte es ja versiegelt sein, nur ich weiß gerade nicht mehr, wie das jetzt eigentlich dazu kam. Ist es nicht komisch? Beluga, warum arbeitest du mit den Kurvas zusammen? Das ist deine Chance, dich mir gegenüber zu überweisen, Grumpf. Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen, Eure Exzellenz. Wie wär's, wenn du mich begleiten würdest, damit du siehst, wie weit's richtig macht, Oberallein?
Wie könnte ich ein so großzügiges Angebot ausschlagen? Sarkasmus, Ironie, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Wunderbar, du kannst beim Zusehen doch viel von mir lernen. Vergiss nicht, den Notizen zu machen. Furchtbarer Kerl. Dann geht. Und wer versagt? Und wer ihr versagt, jetzt mal ein paar Tschüss zu sagen. Man riecht sich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Morgens ein Zelt. Die Fieslinge haben anscheinend einen Plan.